Hallo miteinander, da sind wir wieder. Heute zeige ich euch, wie ihr Müsli-Riegel selber machen könnt. So sieht meine Müsli-Riegel fertig aus. Ohne die vielen Zuckerzutaten, die in die gekauften sind. Und die trotzdem schmecken? Die schmecken lecker. Wir tun ja viele gesunde Sachen ein. Unsere heutigen Zutaten sind ein Nussmix, Haferflocken, Sesam, getrocknete Früchte, Honig, ein neutrales Öl und ein bisschen Zucker. Als allererstes dann der Eier im Backofen vorheizen auf Ober-Unterhitze 150 Grad und dann können wir auch starten. Ich habe einen Honig und einen Zucker im Topf, den werden wir ein bisschen erwärmen, aber nur erwärmen, nicht erhitzen, da sich das miteinander verbindet. Und solange der daheim nebenher flüssig wird, dann muss man unsere trockene Früchte und Körner und Nüsse einfach vermischen. Ich habe eine Nussmischung, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das sind lauter verschiedene. Die habe ich schon ein bisschen gekackt, weil zu groß ist auch nichts. Dann nehmen wir feinblättrige Haferflocken. Das verbindet sich nachher besser. Und ein bisschen Sesam. An Früchte, trockene Früchte, nichts Gezuckertes, weil Zucker ist ja da nachher mit dem Honig und mit dem Zucker drin, haben wir heute Rosinen und Aprikosen, auch gleich geschnitten. So machen wir es heute. Wir haben da aber auch schon getrocknete Erdbeeren, was sehr gut ist, getrocknete Ananas. Ich mache dran Scheibe, dann sie in der Dauerautomat oder in der Backofen zum Trocknen und die nachher gleich schneiden und da dazu rein. Das gibt so ein bisschen kleine Säure dazu. Herrlich. Also, jetzt tun wir die rein. Wer gar keine Früchte mag, der lässt sie husen. Bloß Schokolade empfehle ich eher, wenn das nachher in der Backofen kommt, der verbrennt euch eher. Gucken wir nach unserem Honig, dass wir den geschmolzen kriegen. Machen wir uns da ein bisschen Platz. Vorbereitung eigentlich ratzfatz fertig. Der wird schon ein bisschen. Mal reingucken? Ja. Guck. Der Zucker sollte halt auch aufgelöst sein, damit die ganzen Kristalle flüssig sind. In der Zeit, bis wir mal daheim mit unserem Honig und Zucker so weit sind, was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff? Heute nennen wir Melle oder Matzmelle. Oh, okay. Am Ende lösen wir auf. So, bald sind wir so weit mit unserer Zuckermasse. Der Honig riecht. Ja. Riecht das auch? Mhm. Unser Zucker hat sich aufgelöst und in die Masse werden wir jetzt 2 Esslöffel vom neutralen Öl reinrühren. Das Olivenöl nochmal, das hat den Geschmack verfälscht. Das schmeckt ja da. Schmeckt ja. Das ist auch noch der Müsli-Riegel bitter. Mhm. Das schmeckt ja da. So, können wir da ausschalten. Wird jetzt ein bisschen eine klebrige, zähe Masse. Und jetzt haben wir also Zuckermasse in die trockene Masse rein und dann schön verrühren. Bis alles sich schön mit der Zuckermasse verbunden hat. Das ist richtig peppig. Das ist peppig, zäh. Wenn es euch zu trocken ist, dann kann man auch noch mal ein bisschen Öl nachleeren. Aber jetzt gucken wir mal zuerst, dass sich das schön verbindet. Es riecht lecker. Mhm. Und da kommt halt die Ananas auch ganz, ganz gut raus. Ich ziehe jetzt geschwind Handschuhe an und da kann ich das schön daheim in meine Formel verteilen. So, unsere Masse
ist schön verteilt, der Zucker alles. Und jetzt werden wir das in unsere Silikonformel einfüllen. Ihr braucht aber nicht extra Silikonformel kaufen. Das geht genauso gut, wenn ihr das ins Blech schmiert, dann aber unten zuerst nur Backpapier rein, weil sonst bringt ihr das nicht mehr runter. Und dann schön andrucken mit dem Wellholz. Und nachher, wenn es rauskommt, ist die Masse eh noch weich und dann könnt ihr da mit dem Rädle so Müsli-Riegel in Eiergröße schneiden. Geht auch gut. Also wie gesagt, braucht nicht extra kaufen. Oder ihr könnt es auch in Muffinformeln eindrucken. Dann habt ihr Keks. Das geht auch. Müsli-Keks. Aber da müsst ihr auch, da dann die Muffin-Papierle eindrucken. Auch fest eindrucken, dass euch die Masse hebt. Und auch im Backofen. Dann hat man geschwind zum Kaffee ein paar Keks. So, drucken wir die schön rein. Der Feinschliff gibt es erst nachher. Unsere Masse haben wir schön eingebracht. Und jetzt haben wir noch geschwind ein Papier drüber und drucken das nach, dass die Luftlegehose sind und alles schön die ganze Masse verbunden ist. Sonst ist es nachher bloß bröselig. Dass wir schöne Form kriegen. Jetzt sind wir schon soweit. Schieben wir es in den Backofen und dann können wir zugucken. Unsere Müsli-Riegel sind fertig. Die waren jetzt bei mir 22 Minuten drin. Einfach schön goldgelb, braun, backen, nicht so schwarz. Ja, ich habe ein bisschen längere Zeit eingegeben, dass ich es nicht vergesse. Die sind jetzt noch weich, deswegen tun wir es auch noch gar nicht raus aus unserer Form. Die lassen wir auskühlen, dann sie nachher rausstürzen und dann kann man sie probieren. Wir sind am Ende, jetzt lösen wir aber noch unseren Begriff auf. Man kennt Melle oder Matzmelle. Melle ist das. Der Melle ist der Kopf. Und der Matzmelle ist einer, wenn er einen großen Kopf hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mir freut es über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch und über jedes Abo sowieso. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.